Und damit willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder. Ja, weiter geht's auf der watteweichen Flauschplattform. Ja, 9 Wundersamen haben wir für dieses Level gebraucht. Wir haben 15, also würde ich sagen, direkt mal rein. Und ja, ich würde gerne mal den Schwebesprung probieren. So, hier sind Watteplattformen. Und die gehen, wenn Gegner drauf ist, runter. Oder Mario. Beziehungsweise Elefanten-Mario. Weil der wiegt, glaube ich, ein bisschen mehr. So, komm her. Dankeschön. Ja, durch dieses wunderbare Stück. Aua! Okay, da kommen wir wenigstens jetzt hier ran. Durch diese wunderbare Fähigkeit können wir jetzt so einen Flattersprung, ähnlich wie Luigi. Aua, aua. Oh, nö. Aus dem Weg. Oh nö. Die sind böse. Böse, habe ich gesagt. Böse. Oh Gott, die Koopas können uns auch zum Verhängnis werden. Ah, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Okay, wir sind wieder groß. Und Elefant sind wir auch wieder. So. Nur stirb, du Galumba. Okay, die Wolke verschwindet auch, wenn man zu lange drauf steht. Warte, ich hab eine Idee. Okay, wegen Wolken und Regen dachte ich. Keine Ahnung. Ja, lol, ey. So, bam, bam, bam. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Du weißt Bescheid. Also wenn du das so sagst, Kollege, dann würde ich sagen, gehe ich mal. Ich komme nicht mehr zurück. Ja gut, das ist jetzt mies. Wahrscheinlich ist da oben der Wundersam. Komme ich hier irgendwie? Okay, die Röhre kann ich nicht verschieben, alles klar. Gut, dann werde ich wohl weitermachen müssen. Aua, oh nö. Bös. Böslinge. Knapp geschafft. Okay, das wäre nochmal fast mächtig in die Hose gegangen. Aber nochmal im letzten Moment, dank dieses wunderbaren Luigi-Flatter-Schlacker-Sprungs geschafft. Und OBS war kurz eingefroren, meine Fresse. Ich hasse das, wenn das passiert. Gut, weiter geht es. Fast da. Der Gipfel ist fast erreicht. Doch der letzte Teil des Weges ist auf der... der letzte Teil des Weges ist auch der gefährlichste. Schau noch einmal im Laden herein, um dich mit nötigen Vorräten zu versorgen. Jo, ist denn hier unterwegs noch einer? Nee, aber Carmack! Stress oder was? Oh nö! Ja gut, Luftgaleere im Wölkchengebirge. Direkt rein da, Mario steht seinem Mann. Seinen Schnurrbart tragenden, Latzhosen-fanatischen, rotmögenden Mann. Ja. Yeah. Okay, Luftlevel, Luftschlosslevel. Ah, die kennen wir doch aus Super Mario Bros. 3 und neue Gegner, okay. Ja, das sind ja. Das sind ja Raketen hier. Oh, bam, schießt seine Fontäne nach oben. So. Bam. Das ist irgendwie cool. Dass wir die auch mit der Feuerblume so ein bisschen anschießen können, das ist auch eigentlich ganz tüfte.
Yeah, hier oben gibt's Zeug für umsonst. Das ist cool. Wo bin ich denn hier? Im Luftschiff, mein Freund. Okay, vorlaufen ist ja bekanntermaßen eigentlich ein Riesenfehler. Und warum habe ich das gemacht? Oh Kacke, der kommt durch, der kommt durch. So, schnell mal in die Röhre rein im Sprachzentrum. Okay. Vorsichtig. So, den haben wir dann auch gesammelt und dann gehen wir mal weiter. Komm mal, Rio, rein da. My boy. Und Halbzeit. Töfte. Oh. Gib mir die 2D. So, mach da frei. Danke. Wunderblumenpower. Ja, okay, wahrscheinlich müssen wir dann irgendwas freischießen, wo der Wundersam da ist. Das stelle ich mir zumindest vor. Das ist auch eigentlich ganz wahrscheinlich. Aua. Ich sag doch vorlaufen, nichts gut, diese. Oh, scheiße. Komm mal ran auf den Meter. Danke. Und mein Wundersamen erhalten. So wie sie es hier hört. Und jetzt wahrscheinlich noch Bum Bum oder so klatschen. Keine Ahnung. Bum Bum wäre irgendwie cool, weil Bum Bum ist halt so ein Luftschiff-Gegner für mich. Obwohl er, glaube ich, in Super Mario Bros. 3 nicht einmal im Luftschiff anzutreffen war. Stirb. Gut. Schießt auch mal was? Keine Ahnung. Ist mir an der Stelle auch irgendwie egal. Okay, kein verstecktes Item für Mario. Okay, dann gehen wir mal Richtung Boss, wer auch immer hier drinnen sein mag. Oha, Fabrik oder was? Hier werden also die Bob-Ops gemacht. Interessant. Oha. Das ist ja hier. Mal was Neues. Ah, der war leicht. Fabrik zerstört. Yo. Luftgaleere im Wölkchengebirge. Yo. Und da stürzt die Fabrik ab. Okay, sie landet hier auf den Wolken. Gut. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Das war ja schaurig. Von großen Höhen halte ich mich meist fern. Da fällt mir etwas ein. Es gibt hier ein Abzeichen, das dir hilft, einen Fall zu überstehen. Es wird irgendwo in diesem Berg verkauft. Wenn du dein neues Abzeichen erhältst, drücke R, um dir alle anzusehen. Dort kannst du die Abzeichen wechseln. Ja gut, ich glaube, ich weiß sogar, welches das ist. Das kenne ich, glaube ich, aus dem Trailer. Fallen ohne Angst? Ja. Fürchte das Fallen nicht mehr, lieber Kunde, sondern blühe auf mit dem Rettungssprungabzeichen. Okay, 100 kostet das. Haben wir die Wundersamen nicht gekauft für 100? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Fällst du in Abgründe, Lava oder giftiges Wasser, springst du ein letztes Mal automatisch wieder heraus.
Komm jederzeit wieder. Ja, das werde ich. Ich werde mich erstmal in dieses Level hier begeben. Countdown am Himmel. Yo. Also das kennen wir aus dem Trailer schon, also... Es ist quasi ein letzter Save, bevor du stirbst, weil du in einen Abgrund fällst. Oh nö, mein Elefant! Fällt mir gerade ein, ich glaube, es wäre, irgendwie taktisch besser, wenn ich die Fallschirmmütze hier für dieses Level benutze. Gut, Abzeichen R, Fallschirmmütze anlegen, okay, los geht's. Gut. Dann würde ich mal sagen, Melonen. Melonen-Piranha-Pflanzen. Stirb. Danke. Aua. Aua. So, weiter. Das war ein bisschen fail-behaftet hier. Was ist das? Okay. Okay, ja. Gut. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant, aber... Irgendwie, ist okay. Wir kriegen eh den Elefanten hier nicht. Und diesmal stelle ich mich bei den Melonenteilen nicht so melonendumm an. Yo. So, flieg. Kann ich da rein? Nö. Aber ich kann hier hoch. Okay, da wäre wahrscheinlich ein Item drin, aber lieber auf kein Risiko eingehen. Dafür kriegen wir hier auch eins. Einen Stern. Können wir, glaube ich, gebrauchen. Wenn ich hier mal weiterkomme. Ausgerechnet jetzt kommt Lakito. Aua! Er ist tot! Yay! Sei vorsichtig! Werd ich! Wie komme ich da jetzt ran? Und fall nicht runter! Ich freue mich über deine Gesellschaft! Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich da rankommen soll. Okay, kleiner Mario hier auf dem. Fliege, flieg, flieg, Ding. Okay, mit Lakitos Wolke komme ich da wahrscheinlich ran. Aber lieber mal kein Risiko eingehen an der Stelle. So, spuckt eure Kerne. Und er ist wieder da. Ich hasse es, wenn er wieder da ist. Gut, ja, ich wollte schon fragen, wo bleibt die Plattform? Die könnte ich mal wieder gebrauchen. Aua! Oh nö. Nicht, dass ich hier nochmal kurz vor Ziel quasi sterbe. Und geschafft. Ja. Ich wäre wahrscheinlich wirklich mit der Wolke da rangekommen, aber egal an der Stelle. Egal. Ich sammle ja nicht alle Wundersamen. Hauptsache, wir kommen weiter. Und wir haben alle, die wir brauchen, quasi schon. Jo. Countdown am Himmel. Ja, schönes Level. Gut. Oh, da bildet sich was Neues. Was ist das?
immer im Kreis. Ich würde sagen, das machen wir noch und dann ist der Part auch schon vorbei. So. Hallo. Das ist cool. Komm her. Geschafft. Wundersam erhalten. Das ging schneller als erwartet. Gut. So, da ist dann also der Boss. Aber bevor müssen wir noch das Level hier machen. Aber ich würde sagen, das wäre dann ein Thema für das nächste Part. Also bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!